Jo, herzlich willkommen zum neuen Video. Diesmal geht es nochmal um eine Corona-Szene. Einfach aus dem Grund, weil die meistens ohne Georeferenzierung kommen und wir uns nochmal genauer die Georeferenzierung und auch das Resampling angucken wollen. Genau das, was wir am Montag in der Theorie besprochen haben. Hier ist jetzt nochmal, wie man so eine Corona-Szene im Earth Explorer runterlädt. Einfach der Vollständigkeit halber, falls man hier nochmal von ganz von vorne anfangen will. Ich habe hier einen Datensatz genommen aus dem ersten D-Class und habe die Entity-ID hier, die packe ich auch in die Videobeschreibung, da kann man sich die einfach runterladen und kann damit arbeiten. Man muss also die Szene nicht selbst recherchieren. Ich habe mir aber da genau Gedanken gemacht, was für eine Szene ich nehme. Und zwar ist das hier eine Corona-Szene, die ist vom 18.05.1962. Das ist natürlich, macht Spaß, mit so uralten Daten zu arbeiten, weil die eben einen ganz besonderen Reiz haben und viele Dinge, die heute da sind, damals eben noch nicht da sind. Man lädt runter wieder eine TGZ. Ich habe das hier ein bisschen schneller gemacht, deswegen dauert das nur wenige Sekunden. Das könnte vielleicht ein bisschen dauern. Sind aber so 300 Megabyte. Ne, 230 nur, geht also noch. Ja, die Datei muss entpackt werden. Das geht hier relativ komfortabel auf dem MacBook. In Windows müsste das aber auch mit WinRAR, mit WinZip, mit 7-Zip locker funktionieren. Und in dieser gepackten Datei ist ein TIFF, sonst nichts, keine Metadaten und vor allem keine Georeferenzierung. Hier ist das nochmal geöffnet und die ist falsch rum. Es bietet sich an, das direkt einmal zu drehen mit einem Bildbetrachter. Ich habe das hier mit Vorschau gemacht und wenn man die Datei dann sichert, dann ist das kein Problem. Dann ist die einmal um 180 Grad gedreht, weil die falsch abgespeichert war, weil der Film einfach so aufgenommen wurde damals. Wir werden heute QGIS benutzen, um das Ganze zu georeferenzieren. Da gibt es nämlich ein sehr cooles Tool, das heißt GeoReferencer. Ist so eine Art Plugin und hilft einem dabei, unreferenzierte Datensätze jeglicher Art, jeglicher bildlicher Darstellung auf andere Datensätze zu georeferenzieren. Ja, hier zeige ich nochmal, wie man die Szene jetzt öffnet. Einfach reinziehen. Ja, hier hat es nicht geklappt. Wenn das Plus da ist, dann sieht man hier nochmal die Szene. Jetzt haben wir den QGIS. Wir haben aber keine Georeferenz. Wir könnten jetzt hier keine anderen Geodaten drauflegen. Vergleichen oder irgendwas messen. Ja, um das aber zu bewerkstelligen, müssen wir uns ein Koordinatensystem, ein Referenzsystem aussuchen bzw. wählen. Wir haben schon mal in Java gearbeitet, von daher dürfte bekannt sein oder bietet sich an, hier die lokale UTM-Zone zu nehmen. Das ist hier 49 Süd. Die kann man hier auswählen, geht relativ komfortabel. Je mehr man da oben eingibt, desto weiter. Man hätte noch WGS84 dazu eingeben können, dann wäre man direkt bei WGS84 49 Süd gekommen. Das ist das, was wir haben wollen. Jetzt brauchen wir ein Layer, eine Darstellung, die eine Georeferenzierung hat, an die wir unser Bild ranfügen wollen. Das kriegen wir über den Browser. Da gibt es ein ganz praktisches Tool, das heißt XYZ-Tiles. Und so ein XYZ-Teil habe ich da schon rausgesucht, packe ich auch in die Videobeschreibung. Das gibt es zum Beispiel für Google Satellite, gibt es für ganz viele andere Bing, wie sie alle heißen. Gibt es auch Google Street und so weiter. Aber Google Satellite bietet sich hier eben an. Packt man über die URL rein. Hier gibt es das natürlich bei mir schon doppelt, weil ich das vorher ausprobiert habe. Und jetzt haben wir hier das Google Satellite mit Georeferenz drin. Und jetzt müssen wir nochmal das Koordinatensystem auswählen. Ist in den kürzlich benutzten, müsste jetzt 49S drin sein. Und hier sehen wir die Welt in 49 Süd, UTM. Macht natürlich keinen Sinn, da auf einer größeren Ebene zu arbeiten, aber wenn wir so lokal auf der Insel Java jetzt arbeiten, dann können wir in diesem einen UTM-System super arbeiten mit wenig Verzerrung. Ja, hier habe ich nochmal einen Bookmark angelegt und das Projekt einfach mal abgespeichert. Falls irgendwas abstürzt, können wir da einfach weitermachen, wo wir aufgehört haben. Der
Georeferenzer oder Georeferenzierung, sogar auf Deutsch übersetzt, findet man hier in Raster. Dann öffnet man nochmal dieses TIFF, was wir vorhin um 180 Grad gedreht haben. Das hier zu finden. Wir öffnen das und dann sehen wir dieses Bild von Java von 1960. So, jetzt müssen wir hier ein paar Einstellungen vornehmen, vor allem an diesem Rädchen. Und dann können wir Punkte suchen, die wir sowohl in diesem Bild finden, als auch in unserer Referenz Google Satellite. Ja, hier ist der erste Punkt, den ich gleich machen werde. Vorher sollte man aber eben diese paar Einstellungen machen, die man machen kann. Ist nicht so viel. Man kann da oben den Transformationstyp einstellen und natürlich, ganz wichtig, das Zielkoordinatensystem. Hier nehmen wir erstmal Polynomial 2 und hier die Abtastmethode, das ist das Resampling. Ich lasse das jetzt mal auf linear, das steht für bilinear. Das ist jetzt erstmal okay für unsere Zwecke. Dann haben wir die Option Punkt hinzufügen. Dann wählt man den Punkt, von dem man weiß, wo der sich ungefähr in der Karte befindet. Ich habe hier diesen markanten Punkt genommen, so eine Ecke, so ein Landmark. Da wird auch klar, warum das Geografen machen müssen. Mir macht das Spaß. Ich finde das sehr geografisch, in Karten Punkte zu suchen. Dann nehmen wir die andere Seite von diesem Bay, weil wir die erste schon haben. Hier muss man jetzt natürlich ein bisschen aufpassen, in welcher Maßstabsebene man auf Google arbeitet, die natürlich eine andere ist als diese große Corona-Szene. Ist ja auch nicht die höchste Auflösung, die Corona kann. Dafür hat man hier eben fast die ganze Insel Java abgedeckt und hat eine größere Erstreckung. Ja, das ist jetzt ziemlich lange wie eine Detektivarbeit. Man muss jetzt Punkte suchen, von denen man sich ziemlich genau sicher ist, dass man die wiederfindet in Google Satellite. Und man sieht das hier schon, es werden immer mehr, wir brauchen relativ viele und nur da, wo wir Punkte haben, können wir auch eine einigermaßen gute Georeferenzierung annehmen und haben auch eine valide Referenz. Man sieht, dass man sucht hier dann so Landmarks. Es ist natürlich ein immenser Vorteil, wenn man sich auskennt in der Region. Dann weiß man sofort, ah ja, das ist der Kap, da ist eine Spitze und so weiter und so fort. Ich kenne mich auf Java leider noch nicht aus. Mittlerweile schon ein bisschen besser. Da auch wirklich die Zeit nehmen, sich ein paar Punkte zu suchen und hier weiterzugehen. Ist eigentlich immer wieder dasselbe. Man klickt in dem Fernerkundungsbild, was zu georeferenzierend ist. Und dann sucht man das Ganze. Man kann auch wieder hin und her gehen, wenn man die linke Maustaste beziehungsweise mit zwei Tabs auf Mac klickt, dann kommt man wieder zurück. Ja, solche Sachen bieten sich einfach an. So eine kleine Insel ist, glaube ich, auch ein Touristenmagnet. Also wenn man mal reinzoomt, hier ist alles voll mit kleinen Häuschen. Ja, je mehr man sowas macht, desto routinierter wird man da. Jetzt ist aber auch schon, kann ich gleich nochmal zeigen. Ja, hier würde ich jeden ermutigen, auch wirklich versuchen, eigene Punkte zu finden, nicht nur bei mir abzugucken, einfach mal rumzugehen, zu gucken, ob man diesen Punkt wiederfindet und dann sehen, so genau wie möglich wieder zu lokalisieren. Ja, wenn man jetzt einen großen Bildschirm hat, dann hat man den Vorteil, dass man sich die Fenster nebeneinander legen kann. Ich habe jetzt nur meinen Laptop
und muss da immer hin und her switchen. Man kann da jetzt sich, wie ich das hier zeige, die auch mal nebeneinander, wenn man so ein bisschen die verloren ist und nicht ganz genau weiß, wo was zum anderen gehört, kann man sich es eben hiermit verbessern. Und manchmal merkt man einfach, das haut nicht hin. Hier ist ein Punkt, der sieht einfach nicht mehr so aus. Da sind 50 Jahre dazwischen. Da muss man dann einfach einen Punkt neben dran nehmen, der vielleicht hoffentlich da geblieben ist, wo er vor 50 Jahren war. Ja, hier sieht man jetzt langsam den absoluten Fehler, den man gerade hat. Wir sind ja bei 50 Metern, ne, 63 Meter. Ist nicht so toll. Zeige ich gleich, wie man da noch besser werden kann. Und man sieht immer direkt ein Offset, wie gut der Punkt, den man gerade aufgenommen hat, zu den anderen Punkten passt. Man kann so einen Punkt auch immer noch mal löschen, wie hier gezeigt, und neu setzen. Und
dann einfach mal ausprobieren, ob er ein bisschen besser passt. Ja, hier im Landesinneren ist es wirklich extrem schwer, Punkte zu finden. Das müssen eben markante Punkte sein. Oftmals bieten sich hier Straßen an, die es aber leider auf Java vor 50 Jahren noch nicht so gibt, wie das heute der Fall ist. Ist extrem schwierig, da Punkte zu finden. Wir haben ja auch noch die Bewölkung, die da auch noch eine Rolle spielt und viele Sachen verdeckt. Aber wenn man einmal außenrum die Küstenlinie gemacht hat, so wie ich das jetzt gemacht habe, dann kann man versuchen, verschiedene Möglichkeiten der Transformation einfach mal auszuprobieren. Und hier sieht man direkt, hat man ja ein relativ schlechtes Ergebnis, würde ich sagen, mit 60 Metern. Und man kann sich jetzt aber die Güte angucken der unterschiedlichen Punkte. Hier ist das sortiert nach dem Fehler, den es ergibt. Und man sieht hier zum Beispiel einen Punkt, den ich gesetzt habe, der nicht gut ist. Der hat, wenn man aus allen anderen einen Punkt bauen würde, dann sieht man, ist er am Ende von diesem roten, von dieser roten Linie. Da müsste er sein, wenn alle anderen richtig sind, wenn wir ein Modell aus allen anderen bauen. Und wenn wir uns das anschauen, was ist das für ein Gebiet? Dann sehen wir, das ist hier im Gebiet von so einem Flussauslauf, also ein Delta, so ein Flussdelta, wo sich wahrscheinlich die Landschaft so stark verändert hat, dass dieser Punkt nicht mehr an dieser Stelle heutzutage ist. Deshalb auch hier wieder einfach mal, wenn es nicht hinhaut, den Punkt löschen und woanders setzen. Vielleicht passt er dann besser. Man findet immer irgendwo nebendran einen Punkt. Ja, wenn wir jetzt. Ja, die waren beide blöd. Manchmal bietet es sich auch einfach an, einen anderen Punkt zu nehmen. Oder man sieht, dass man sowieso schon Punkte hat. Ja, jetzt nehme ich die kleine Insel hier. Das bietet sich einfach besser an. Die Insel, die ist immer noch an der gleichen Stelle. Nehmen wir es mal an. Dann können wir das Ostende und das Westende nehmen. Wir können ja nochmal verschieben. Hier sehen wir, wir waren hier ganz am Rand. Dann passt das vielleicht ein bisschen besser. Und jetzt nehmen wir die andere Seite. Können das auch ziemlich gut abgreifen. Ja, haben hier zwei super Punkte. Und man sieht direkt hier auch der Fehler. Der ist jetzt nicht mehr bei 60 Metern, sondern im Bereich von 30, ein bisschen über 30 Metern. Jetzt sortieren wir uns wieder nach Güte. Hier sind jetzt die besten, jetzt der schlechteste oben, der eben über 60 Meter falsch liegt. Und wenn man kurz poppt, dann sieht man, dass, welcher das ist. Und das ist auch wieder so ein Bereich, naja, man weiß nicht genau, ob der da wirklich liegt. Vielleicht liegt auch einfach ein Fehler. Und man sieht, dass dieser eine Punkt, wie viel Unterschied das macht, ob ich den mitnehme oder weglasse für das Modell. Dementsprechend wird mein komplettes Modell schlechter oder besser. Hier kann man sich natürlich jetzt ein bisschen in die eigene Tasche lügen und nur die Punkte drin lassen, die super gut sind. Man sollte aber trotzdem darauf achten, dass die über das ganze Bild verteilt sind und dass die Güte-Kriterien entsprechen, die man eben braucht. Beziehungsweise dass da, wo man Informationen haben will, genügend GCPs liegen, sodass man mit den Daten auch arbeiten kann. Ja, hier kommen wir jetzt den nächsten Punkt. Ich würde mir die schlechtesten Punkte einfach vornehmen, ein bisschen schauen, woran liegt das, vielleicht neu setzen, nochmal genau überlegen. Manchmal stimmt es aber auch. Manchmal ist einfach so ein Punkt, der am komplett anderen Ende des Bildes liegt, extrem wichtig auch für die Georeferenzierung. Dann würde ich ihn einfach drin lassen. Das ist aber so ein bisschen Erfahrungswerte, Fingerspitzengefühl.
Kommt auch dann natürlich auf den Anwendungsfall an. Wenn ich hier wirklich im Metabereich irgendwas später digitalisieren will, dann muss man hier andere Gütekriterien anlegen, wie wenn ich jetzt so einen generellen Eindruck haben will, wo liegt die Szene und wie passt das zu meinen anderen Szenen, was wir jetzt ja eher machen wollen. Ja. Ja, da manchmal findet man Punkte, da passt es ganz genau, da freut man sich natürlich. Und das Modell wird dann immer besser. Da legt man sich meistens vorher, überlegt man sich, in welcher Güte möchte ich arbeiten. Hier sind wir jetzt bei 9 Meter, das halte ich für ja, fast schon zu gut. Besser als es vielleicht dann tatsächlich später ist, weil es ja eben über einen großen Raum. Ja, dafür noch relativ wenig GCPs sind, das können mehrere hundert werden. Das ist überhaupt keine Seltenheit. Genau, jetzt gucken wir nochmal hier drüber, über die verschiedenen Sachen. Man kann hier nochmal den Transformationstyp ändern. Das ist nicht so dramatisch. Ich würde bei 2 oder 3 bleiben, polynomial. Und besser, wenn es mit 2 funktioniert. Hier ist jetzt das Resampling. Nearest Neighbor. Linear ist bilinear, kubisch. Hier gibt es noch kubische Spline. Und ja, irgendwas Abgefahrenes. Hier nehme ich mal bilinear. Das heißt, ja, das ist das, was wir theoretisch gelernt haben. Und Passpunkte werden mitgespeichert. Und wenn ich jetzt OK klicke, na, dann noch nicht. Dann muss ich noch auf diesen Pfeil klicken. Und dann wird die Georeferenzierung gestartet. Jetzt wird das alte Pix-Raster in das neue überführt, mithilfe der GCPs. Und wir müssten danach theoretisch eine Georeferenz von diesem Bild haben. Man nennt das jetzt, das ist georeferenziert. Ja, und jetzt sehen wir, jetzt legen wir es über das Google-Bild und freuen uns, dass es an der richtigen Stelle liegt. Wir können jetzt mal die Deckkraft, also die Transparenz erhöhen, die Deckkraft verringern. Wenn man hier Apply klickt, dann sieht man, ja, das war ein bisschen viel. Und ja, bei, was ist das jetzt, 60% Deckkraft kann man es ganz gut vergleichen mit dem Google-Bild. Kannst auch mal wegklicken und hinklicken. Und dann sieht man, dass wir ungefähr schon da sind, wo auch das Google Earth-Bild ist, das Google Satellite-Bild. Und wir aber jetzt das Corona-Bild, das über 50 Jahre alte Corona-Bild, drüber gelegt haben. Jetzt können wir vergleichen. Wir können gucken, man sieht schon so Waldumrisse in dem Corona-Bild. Wir können also gucken, war der Wald auch schon vor 50 Jahren da? Man sieht, hier ist nicht so viel passiert. Man sieht hier auch, dass die Georeferenzierung nicht perfekt ist. Man sieht so hier einen generellen, man nennt das ein Offset zu dem Bild. Liegt aber auch daran, dass wir da keine GCPs gesammelt haben. Also wenn es uns wirklich wichtig wäre, dass der Wald genau an der richtigen Stelle ist, müssten wir eben hingehen und genau an die Stelle GCPs legen, damit wir auch da eine perfekte Georeferenzierung haben. Ja, man kann jetzt hier ein paar interessante, relevante Dinge raussuchen. Was spannend ist, sind solche Gebiete, die es vor 50 Jahren noch nicht gab. Was ist da heute? Hier ist so ein interessantes Gebiet. Und ja, man kann jetzt hier nochmal die Deckkraft ein bisschen erniedrigen. Und hier sieht man jetzt sehr gut, in welchem Bereich vor 50 Jahren da noch Wasser war und wo heute, ja, was ist da? Man kann sehr gut hier reinzoomen in das Google Satellite Image. Man sieht hier solche Shrimp Farms. Da werden Garnelen gezüchtet, höchstwahrscheinlich. In diesem Schwemmfächer, in dem Delta von diesem Fluss. Ja, macht auch Sinn, da wird sedimentiert, da kommt Sediment von dem Fluss, wird da abgelagert und man kann eben da relativ gut diese Shrimp Farms bauen. Neues Land, was entstanden ist in den letzten 50 Jahren. Und hier ist jetzt einfach mal exemplarisch, wie wir jetzt dieses Areal, was wir jetzt sehen vor uns, einfach abdigitalisieren. Dafür brauchen wir einen neuen Shape-Datei-Layer. Ja, ich habe es mal neues Land genannt, ein bisschen plakativ. Wir wollen hier ein Polygon abdigitalisieren und wir müssen hier oder sollten das gleiche
Referenzsystem benutzen. Ja, wir müssen ja angeben, wo wir es abspeichern. Das ist natürlich Quatsch, dem einfach irgendeinen Namen zu geben. Hier auf dem Speicher, auf dem Schreibtisch in meinem Java-Ordner. Dann wird es abgespeichert. Und jetzt können wir, wenn wir in den Editiermodus gehen, das ist dieser gelbe Stift, dann können wir über ein Polygon ein neues Objekt hinzufügen, können wir ein neues Objekt, und da können wir jetzt den Bereich, der vor 50 Jahren höchstwahrscheinlich noch Wasser war und jetzt heute in dem aktuellen Satellitenbild diese Shrimp Farms sind, können wir abdigitalisieren und können das dann weitergeben. Wir können sagen, hier in diesem Gebiet war vor 50 Jahren noch nichts. Mag jetzt nicht so der Riesenanwendungsfall sein, aber hier geht es eher um die Methode. Das könnte ja auch ein Gletscher sein, das könnte ein Wald sein. Da gibt es wirklich unendlich viele Anwendungsfälle, die man mit so einer relativ einfachen Digitalisierung von dem, was man vor sich sieht, einfach abdigitalisieren, schon sehr gut, und das zeige ich als nächstes, quantifiziert. Das hier könnten wir jetzt weitergeben, man könnte das aus verschiedenen Jahren dann noch vergleichen, wenn man jetzt nicht nur das Corona-Bild von 1962 hat, sondern eben auch von Anfang der 90er vielleicht noch ein Landsat-Bild dazu nimmt, dann könnte man nochmal sagen, wie schnell geht dieser Prozess dieser Sedimentierung oder dieses Landgewinnungssystems. Ja, hier kann man natürlich alles verändern. Ich mache es mal ein bisschen durchsichtig, sodass man das noch sieht. Und ja, im neuen Google-Bild würde man nicht schätzen, dass das Areal vor 50 Jahren noch gar nicht da war. Das wissen wir nur über die zusätzliche Information aus dem Corona-Bild, die wir uns jetzt abdigitalisiert haben, haben die eingeladen, überlagert, eine kurze Analyse. Jetzt geht es natürlich meistens auch noch darum, wie groß ist diese Fläche. Man verliert da relativ schnell den Überblick. Man könnte das hier auch nachmessen mit dem Flächenmesstool. Es gibt aber auch, wenn man dann viele solche Areale abdigitalisiert hat, zeige ich hier nochmal, wie man das macht, indem man den Field Calculator oder den Feldrechner benutzt. Man sagt hier neues Feld anlegen. Wenn man es mit Kommastellen haben will, nimmt man Real. Und hier ist die Größe. Und dann muss man hier reinklicken, das Attribut Area, Dollar Area, doppelklicken. Das ist der Ausdruck zur Berechnung dieses Feldes. Und jetzt hat man in Einheiten des Referenzsystems, was hier OTM ist, OTM sind Metern, deshalb bekommt man hier die Quadratmeter dieses Objektes. Es gibt dann solche Umrechner. Ich sollte es vielleicht auch ausländisch wissen, wie man Quadratmeter in Quadratkilometer zum Beispiel umrechnet. Weiß ich aber nicht, deshalb nehme ich mir einen Google-Umrechner, kann hier genau angeben, welche Zielgröße ich haben will, und sehe, das sind hier jetzt 14 Quadratkilometer neues Land oder aufsedimentiertes Gebiet, was heute als Shrimp Farm genutzt wird. Oder mehrere wahrscheinlich. Ja, hier nochmal der Vergleich. Also hier ist das Corona-Bild. Hier sieht man nochmal. Man kann jetzt auch schön sehen, was sich in der Zwischenzeit alles ergeben hat. Hier kann man nochmal speichern, wenn man aus dem Editiermodus rausgeht. Man sieht natürlich im Satellitenbild, was alles heutzutage passiert ist. Und ja, hier nochmal die Überlagerung. Hier ist noch so ein Areal, was vielleicht auch interessant wäre. Hier ist Ähnliches passiert. Hier ist am Ausflussbereich dieses Flusses auch ganz viele Shrimp Farms. Garnelenzuchtstationen, würde ich schätzen. Im Bereich dieses Deltas. Ja, damit sind wir am Ende von dem Videotutorial. Man kann jetzt wunderbar noch ein bisschen spielerisch
50 Jahre zurückgehen. Man sieht hier zum Beispiel so eine Mine, die heutzutage da ist, die vor 50 Jahren noch nicht da war. Und im Satellitenbild sieht man ganz gut, was da heutzutage ist. Hier nochmal die Verteilung unserer Bilder. Und damit sind wir am Ende unseres Tutorials. Wir haben die Corona-Szene georeferenziert, haben eine relativ einfache thematische Analyse gemacht. Die könnte man jetzt noch thematisch darstellen. Ja, vielen Dank und ciao.